Grüß Gott, ich komme aus Stuttgart, Freudestadt geboren. Ich bin Zimmermann. Ich bin nicht einverstanden mit dem Mabus oder wer jetzt dran ist, der Kretschmann. Wir Handwerker verlieren wegen der ausländischen Einwanderer, die uns die schwarz machen. Also wir müssen eine Rechnung stellen und dann zahlen die Kunden nicht. Jetzt bin ich schon fast bankrott. Mein Name ist Wilhelm Bodemer aus Freudenstadt. Gebürtig in Geisburg, Stuttgart, im Kessel. Ja, ich war damals Kommunist, jetzt werde ich halt alt. Jetzt gibt es keine Kommunisten mehr. Ich weiß auch nicht, was das ist mit der AfD. Sind das Nazis? Wahrscheinlich schon richtige Nazis, ja. Die mit ihren Singletäter, rechte Terroristen, die schwer zu verfassen sind oder die sich gleich umbringen, Kamikaze-Style. Merkel sagt nothing natürlich und dort kretscht man auch nichts, ja, oder nie, fast nichts. Und Claudia Roth sehe ich gar nicht mehr. Claudia Roth, ich liebe die Frau, die hat richtig einen weiblichen Körper. Die war früher Manager bei Tone, Steine und Scherben, Rio Reiser, das ist was. Die hat Karriere gemacht unter Joschka Fischer auch. Ja, und jetzt ist ein neues Paar an der Macht bei den Grünen. Die SPD baut ab, die will keiner mehr in Freudenstadt. Also nur noch wenige, die Arbeiter sind sauer, weil sie Zeitarbeit machen müssen. Die Opa und Omas sind sauer, weil sie Grundsicherung haben. Da kriege ich 200 Euro Trinkgeld, der Almosen, da kann ich vielleicht noch zwei Pizzas kaufen, wenn die Miete abzogen ist oder Mittagstisch essen, ein gescheites Leberspätzle-Menü mit saurem Salat. Ein tiefer Salat muss aber sauer und mit Onions angemacht sein, eine Prise Senf. Zucker, Salz und Pfeffer, nicht zu viel Zucker. Zucker ist ein Geschmacksverstärker, meine Damen und Herren. Die Leberspätzle macht man selber, da jagt man die Leber durch den Wolf und dann bindet man die mit Eigelb und ein bisschen Mehl oder ja, macht man so einen Teig wie die Spätzleteig. Richtig schlage das Blase schlecht und dann tut man sie schön durch den Wolf lassen, dass es wie Spätzle aussehen, ja. Und dann kocht man die so ungefähr. Das sind meine Trollinger Schwabenrezepte. Mein Name ist Billy Dandy Goodman. Ich spreche auch auf Englisch vom White House von Washington. Ich bin befreundet mit Donald Trump. Ich bin sein persönlicher Chef. Jetzt war der Boris Johnson da, der Säckel. Der hat natürlich den Koffer voll Backpins dabei gehabt. Da war der Trump sauer, da hat das ganze Waldhaus aus Backbeans gegessen. Jetzt hab ich gesagt, hat der Trump zu mir gesagt, du musst nach Stuttgart, beziehungsweise nach Kalb oder mit Merkel reden in Berlin. Du musst gucken, dass die mitgehen in den Iran und nach Syrien. Ja, mit der Kalber Special Force. Ich kenne da, der heißt auch Billy, der war in Mali eingesetzt und Panama und so weiter. Der hat zwei Durchschüsse in der Wange. Hat MS und Burnout, das ist ein klasse Typ, der ist Deutsch-Amerikaner und seine Frau ist, wohnt mit seiner Frau in Kalf. Mit dem schwätze ich, vielleicht ist er einsatzfähig oder er kann es vermitteln. Dann wird eine geheime Kommandoaktion gestartet, without Merkel. Oh, Berlin ist sowieso gelähmt, deswegen müssen wir das alles der Bürger selber in die Hand nehmen. Da fliege ich mit den Soldaten runter in Iran. Wahrscheinlich stoppen wir erst in Saudi-Arabien geschwind und dann reden wir mit den Amis. Mit den Amis haben wir ja auch nicht mehr viel im Hut, gell, weil das sind ja richtige Nazis. Der Trump, das ist ja unmöglich mit seinem Rassismus, greift eine dunkelhäutige Frau in der Kongress an. Oder war es im Senat? Ja, er ist ein Kumpel vom Epstein. Der Epstein hat nie eine richtige Strafe gekriegt, der Jeffrey Epstein, der Kinderschänder. Ja, und Madoff hat beantragt, dass seine Strafe verkürzt wird. Der Betrüger Madoff von New York. Sicher macht er der Trump was. Die kennen sich doch von New York her. Der hat wahrscheinlich noch mit dem Madoff mitgespielt und ihm Kunden vermittelt. Also Madoff hat halt viele jüdische reiche Millionäre angelockt und betrogen Das war ein richtiges Schneeballsystem. Also da suche ich auch eine Möglichkeit, um wieder so Geld zu kommen. Meine Rente ist gleich. Also die Vorausschau von der Rentenversicherung ist beschissen. Aber wenn du selbstständig bist, kannst du ja nichts einzahlen. Wenn du die Leute nicht Rechnungen zahlen. Dann schaffe ich eine Baustelle, schaffe meinen Krummel, meinen Bugel rund und dann habe ich nichts davon.
schaffe 12 Stunden am Tag und Samstag auch noch. Auf Baustelle, auf das Beigeschleppe wie früher. Du. Ja. Deswegen ist mein Kreuz kaputt, mein Hüft ist kaputt, mein Knie und mein rechtes Fußgelenk, alles ist im Arsch. Und dann kommt noch die Arthrose dazu, wenn es Arthrose überhaupt gibt. Die sagen ja, das gibt es gar nicht, die Arthrose. Das sind vielleicht rheumatische Entzündungen, jawohl. Meine Damen und Herren, das ist Billy Dandy Goodman live vom Freudenstadt heute. Mit einem Zwischenstopp jetzt noch in Weitraus. Can I take some back beans, Donald? Take the whole fucking case. I cannot see it anymore. The fucking Boris Trump. Sorry, Boris Johnson. He's so fuck. He's a madman. He looks like a punk with his hair. He need a barber. I sent him my barber, my private barber. Jack, heißt der, Jack, ist ein Schwarzer, ich fördere schwarze Haarstresser, Coiffier. Und was soll ich machen? Mit was nuckern wir? Der Iran, den nuckern wir mit Snickers und Nuts oder Mars oder mit Rittersportschokolade, kleine Bräckerle, um friedlich zu wirken. Meine Damen und Herren, das war dann die Billy Goodman live von Freudenstadt und von Washington vom White House.